Moin, bin schon wieder unterwegs. Naja, Wetter sieht nicht so prickelnd aus. Wir haben auch jede Menge Gewitter angesagt. Werd mal gucken, dass ich heute vorwärts komme. Will nach Bergkamen-Rünte heute. Wenn das Wetter es zulässt, sage ich jetzt mal so. Und da in die Marina. Weil ziemlich schlechtes Wetter für heute Abend angesagt. Und naja, die haben da so Radlerhütten. Ich glaube, gönne ich mir heute mal. Aber erstmal so weit kommen. Wenn ich das richtig gesehen habe, müssten es so um die 90 Kilometer sein. Ja, gestern Abend habe ich beschlossen, ich will mir heute zwei Alternativrouten oder drei, glaube ich sogar, anschauen. Deswegen habe ich auch wieder die Karte vorne auf der Tasche, auch wenn mir das nicht so gefällt. Und mit den Alternativrouten sollte ich sogar Kilometer sparen. Aber das ist gar nicht der Grund dafür. Sondern soll landschaftlich schön sein. Gucken wir mal. Ja, ich bin echt mal gespannt, was der Tag heute so bringt. Ja, kurz hinter Lippstadt. Aber das Schlimme ist, es fängt an zu regnen. Aber man hört auch schon die ganze Zeit grummeln. Ist noch viel schlimmer. Ja, irgendwer wollte mich scheinbar in Gelb sehen. Aber kaum habe ich das Regenzeug an, hört es schon wieder auf. Weiß nicht. Ist aber zu schwül für Regenzeug. Hovestadt. Hier muss irgendwo gleich meine Abzweigung kommen. Bin ich mal gespannt, ob ich so finde. Jo, den Abzweig zur Alternativroute habe ich gefunden. Bin ich schon mal froh. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich auch auf der Strecke bleibe. Aber ich habe ja die Karte dabei. Und bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, ist der Weg recht gut ausgeschildert. Es waren ein, zwei Stellen, da hätte ich mir noch ein Schild gewünscht oder ich habe es auch einfach nur nicht gesehen, weiß ich nicht.
Ja, das ist jetzt hier die Naturerlebnis Auenlandschleife. Aber da kommt gleich wieder schön was runter. Jetzt bin ich erstmal wieder auf der Hauptroute zurück. Ich habe schon einiges geschafft heute. Also ich könnte jetzt wählen von hier aus. Ob ich auf den Campingplatz bei Üntrop gehe oder ob ich weiterfahre bis Bergkam. Aber wir haben es jetzt gerade erstmal 20 nach 10. Ich denke mal, spätestens in einer Stunde würde ich in Üntrop sein. So kurz nach 11. Das wäre zu früh. Also fahren wir weiter. Na, gucken wir mal, wie lange das Wetter mitspielt. Üntrop und Hamm lasse ich weitestgehend links liegen. Ein bisschen durch Hamm durch muss ich, lässt sich nicht ganz vermeiden. Na, gucke ich mal, vielleicht gibt es den Imbiss. Ja, und hier bei Hamm verlasse ich jetzt wieder die Hauptroute und nehme den Abzweig Lippe-Auenschleife. Geht dann bis Heessen, Doppel-E und Doppel-S. Hier ist die Fähre Lupina. Es ist eine Selbstbedienungsfähre. Und von da wäre ich gekommen, wenn ich jetzt auf der Hauptroute geblieben wäre. Aber das ist gut, dass ich hier die Abkürzung genommen habe, weil da wäre ich alleine gar nicht rübergekommen. Weil du kriegst das Ding gar nicht. Ist die Fähre zwar fast bis an Land gezogen, aber du musst dann ja irgendwie wieder hier hoch das Fahrrad holen, weil da unten abstellen geht auch nicht, also keine Chance alleine. Und auf dem Schild da steht auch nur für 2 Personen Minimum. Das Blöde ist nur, da ich jetzt die Lippe-Fähre nicht nutzen kann, nicht auf die andere Seite kommen, muss ich dann jetzt durch Hamm durch. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Kanalkilometer 38 vom Datteln-Hamm-Kanal. Da kommen wir dann wieder ans Wasser. Ja, hier steht ein Bänkchen. Ich war gerade in Hamm einkaufen. Dann gibt es jetzt erstmal was zu essen. Ja, die Durchfahrt durch Hamm gestaltete sich wesentlich angenehmer, als ich erwartet hätte. Also geht eigentlich hauptsächlich durch Grünanlagen, auch vorbei am Maximilianpark. Ich dachte auch, es geht da auch rein, aber nee, nur dran vorbei. Jetzt geht's gleich auf. Gucken, ob ich das einhändig auch noch schaffe. Ja, doch geht. Komm ich hoch. So gerade. Alter Schwede.
Naja, dafür ist es hier nicht ganz so schön. Aber klar, der Kanal ist ja eigentlich auch hauptsächlich als Gütertransportstraße gedacht. Und dass es dann hier Häfen geben muss, ist klar. Aber man kann auch zur anderen Seite gucken, da ist die Lippe. Ist gar nicht mehr allzu weit bis Werne. Und von Werne aus geht es dann rüber nach Rünte. Und da ist die Marina, wo ich heute Nacht übernachten will. Ich hoffe mal, die haben was frei für mich. Bin da. Ja, ich habe noch so eine Radlerhütte ergattern können. Also ich bin hier an der Marina Nord in Berchkam. Dürft ihr nur nicht verwechseln mit der Marina Rünte, weil die ist genau auf der anderen Seite vom Kanal. Und da kann man nur für teuer Geld übernachten. Aber hier, die Hütten kosten mich jetzt für eine Person 30 Euro, ist okay. Habe ich schon teurer und schon billiger gesehen. Also mir reicht so. Ja, zelten kann man hier auch, also auch kein Thema. Und Zimmer haben die hier auch. Also für vernünftige Preise würde ich sagen, ist in Ordnung. Gut. Werde ich mich jetzt da mal einrichten, ein bisschen einkaufen gehen und dann mal duschen gehen. Machen wir eine kleine Roomtour. Ja, so sieht's aus. Zwei Betten inklusive Bettwäsche. Betten machen musst du selber, aber das ist glaube ich kein Thema, das kriegt man wohl hin. Wie gesagt, da das Bett habe ich mir gerade gemacht. Ja, wie gesagt, im Senden in der Hütte habe ich glaube ich 28 Euro bezahlt und da war keine Bettwäsche. Also für die 2 Euro mehr ist das in Ordnung, finde ich. Warum habe ich mir jetzt die Hütte genommen? Also ich bin heute schon zweimal in Gewitter gekommen und für heute Abend sind auch noch mal Gewitter angesagt. Ob jetzt wirklich Gewitter kommen, weiß ich nicht. Sollte es richtig kräftig gewittern, bin ich dann doch lieber in der Hütte als im Zelt.